Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Hexit und uns, mir und dem Stefan. Das bin ich, hi. Nein, du hast hier gar nichts zu sagen, jetzt sei ruhig. Ja, willkommen zu einer neuen Woche mit Hexit. Gerade gab es einen komischen Lag, ich weiß nicht warum. Was machen wir denn heute, Stefan? Erstmal diese Eintagsfliege weghauen, die mir hier die ganze Zeit ins in den Mund fliegen will. Ja, ich weiß nicht, wir haben doch Rüstung, haben wir doch so, ne? Ja. Wie viel haben wir denn davon schon? Also von unserer neuen, von der coolen Rüstung haben wir noch wenige Teile. Dafür müssen wir noch ein paar Türme machen. Hier sieht man, ich habe nur einen Teil für dich gemacht, die Brust. Hier. Ich mag Brüste. Ich zähle jetzt erstmal meine Rüstung wieder an. Das ist die neue? Nee, das ist meine alte noch. Ah, okay. Deswegen würde ich sagen, also ich würde jetzt vorschlagen, Türme machen, ja, um die Essenzen zu bekommen, um die... Weißt du, wo ich Bock drauf habe, Max? Auf mich? Ich hab ja, aber das erst danach. wir hatten noch hier so ein geiles Portal rumstehen, da würde ich doch tatsächlich so gerne mal reingehen. Ja, okay, können wir auch machen. Ich weiß nicht, ob wir, müssen wir dafür irgendwas ablegen, bevor wir wieder alles verlieren, oder, oh, da ist ein Schokobo, brauchst du noch ein Schokobo? Boah, du scheiß Fliege. Ich bin nach links gelaufen. Ach, nach links. Ich weiß nicht mehr. Hi. Ich weiß nicht mehr, wo dieses Portal-Ding war. Oh, das ist hier unten irgendwo. Ich glaube auch. Das ist jetzt schon lange her. Ja. Vielleicht ist es auch weg. Irgendwie reden wir immer so, als ob das Ganze gescriptet wäre. Das Ganze ist gescriptet, Max. Stimmt. Wir sind in Minecraft. Oh, ein Chocobo. Wer hätte denn damit gerechnet? Das ist hier gar nicht das Originalspiel, das ist alles animiert. Ja. Ich glaube, den Witz bringen wir auch alle 5 Folgen, oder? Oh, das ist aber lustig, dass du das gerade in diesem Moment erwähnst, Max. Oh ja, das war gar nicht geplant, das war einfach spontan. Ja, da können wir doch gleich mal auf meinen neuen Kanal zu sprechen kommen. Naja, lassen wir das. Wo bist du? Oh, ich bin woanders. Where are you? Wo war denn dieses Kackportal? Ich glaube, das war das nicht irgendwo noch weiter weg von uns? Ach, keine Ahnung mehr. Wir sind da schon so oft dran vorbeigelatscht. Ich habe jetzt gerade vor allem so ganz komische Musik an. Naja, ich habe gerade irgendwie voll das Paranoia-Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich werde verfolgt. Du wirst verfolgt. Was? Nein. Denn alles ist gescriptet, Max. Ach ja, nein, ist es nicht. Zwinker, zwinker, zwinker. Oh, ein Crocodile. Das steht hier schon seit immer. Crocodile Dundee. Sind die eigentlich böse? Wenn du sie angreifst. Ah, okay. Der bewegt sich auch echt überhaupt nicht, ne, der Sack. Ich gehe mir kurz mal was zu essen zu holen. Zu essen zu holen? Zu essen zu holen. Ja. Ich wette, ich finde das jetzt. Ich wette nicht. Ich glaube, ich weiß nämlich, wo das ist. Glaube ich nicht. Und es ist... Nicht da. Okay. Hast du? Hast du? Hast du? Hast du? Kennst du? Weißt du? Hast du? Ja, ja, ich hab das. Echt? Ja. Wo? Weiß ich noch nicht. Achso. Ich meine, das war irgendwo hier vorne. Das müsste in diesem tiefen Wald drin gewesen. Oh, was ist das denn? In diesem tiefen Wald müsste das irgendwie gewesen sein, glaube ich. Was ist das denn? Alligator. Alligator. Das ist der Strange. Alligator. Oh, ein Skelett. Alligator angegriffen und getötet. Okay, das ist aber schön. Ja, ne? Nein, das war irgendwo hier. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Ich glaube, ich laufe dir gerade einfach nur nach. Also, du weißt doch gar nicht, wo ich bin, oder? Ja, eben. Deswegen. Naja, decken wir mal ein bisschen. Ah, ich hab's gefunden. Echt? Ja. Okay, wo? Bei mir. Komm einfach zu mir. Koordinaten. Das ist aber ein anderes. Koordinaten. Zahlen lesen: 680, 74, 64 minus 58. Minus 850? Ja, genau. Nein, minus 58. Boah, ich würde schon sagen. Das ist eine 5 und eine 8 mit einem Strich davor. Verstehe ich nicht. Dachte ich mir. Warum sagst du es mir dann?
Ja, man soll die Hoffnung ja nie aufgeben, ne? Ich wette, ich laufe schon wieder richtig falsch. Aber du siehst doch, pass auf, du hast doch das Haus auch auf der Map markiert, ne? Ja. Dann, wenn du auf die Map guckst, ist ja dann der Fluss direkt neben unserem Haus, ne? Ja. Und rechts davon ist doch so ein komischer, geformter See. Ja. Da oben. Also, ja, ich weiß. On the top of the See. Ich weiß. Schön. Dann können wir jetzt reingehen. Ich bin fast da. Fast, aber noch nicht. Jetzt fast da. Nee, doch, da. Nee, fast. Das ist so wunderschön. Ich bin fast da, ne? Denk dann, fast. Hui! Da vorne bist du. Das geht ja von beiden Seiten. Das ist der Aliu. Denk dann, rückwärts kannst du durchgehen. Also, ohne teleportiert zu werden. Ja, aber das geht ist von beiden Seiten. Sonst war das doch immer nur einseitig. Nee, beidseitig. Und dann müssen wir direkt mal auf die Spann-Playlist gehen. Sollen wir rein? Sollen wir rein? Ja, ich probiere erstmal das mit dem Rückwärts aus, ob das noch klappt. Jo, funktioniert noch. Ich gehe rein. Ich auch. Oh oh. Ja, also, das hat gut geklappt. Ich bin drin. Ja, ich jetzt nicht so, ne? Warte mal, ich guck mal, ob ich dir das öffnen kann. Ja. Oh, jetzt ist die Tür woanders. Hier. Durchgehen. Ach, gut. Hat gut geklappt. Bei mir ist es nämlich einfach... Okay. Ich gehe erstmal hier hoch. Ist hier irgendwas? Ah, ist das cool. Ich mag das. Hier ist nichts, okay. Dann lass mal gucken. Ich hab Angst. Warte, das geht doch noch höher, oder? Warst du schon. Ja, nein, da kommt man. Da ist nichts mehr. Okay, wenn ich falle oder sterbe, dann sag Bescheid. Okay, ich hab's geschafft. Du kannst dir das doch merken, das war doch, sonst würde man die Steine sehen. Satte, okay. Stimmt. Und jetzt hier weiter, oder? Ja. Ah! Nee, doch nicht. Oh, what? Boah, wie geil! Wie geil ist das denn? Oh, krass. Weißt du, woran mich das erinnert? Ich weiß nicht. Kennst du von Yu-Gi-Oh! Das Puzzle des Pharaos? Bestimmt nicht. Natürlich nicht, aber es erinnert... Oh, da ist eine Truhe. Ich versuch mal, da hinzukommen. Gibt's hier Monster? Ich glaube nicht. Doch, ich sehe eins direkt vor mir. Oh, cool. Hol du dir die Sachen. Boah, du bist eine Arschloch. Ich wollte gerade woanders hin. Oh, oh. Wir kommen hier nicht mehr weg. Doch. Ach, schade. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was denn? Du bist tot. Ja, das ist kein Wasser. Ich wusste es. Das ist mein Lieblingsauge, was leider noch geschlossen ist. Ah, du bist da jetzt, stimmt. Ah, und da bin ich auf dem Boden. Okay. Hallo. Hast du eigentlich noch deine Sachen? Nee, ne? Doch, habe ich. Echt? Ja. Okay. Aber da muss man die Musik gleich lauter machen, die passt ja sehr gut dazu. Gut, ich bin noch bei der anderen Truhe. Ich suche einen roten See. Ja. Ich suche eine Dingens hier. Eine Tür, durch die ich wieder rauskomme. Warte, wie war denn das? Hatten wir nicht letztes Mal irgendwas rausgefunden, wenn man hier viel schneller wegkommt? Nee. War das nicht irgendwie, wenn man hier einfach stirbt oder so? Nee, dann landet man einfach nochmal da. Ach, hier kann man, glaube ich, aber eh nicht sterben, ne? Kaum. Nee, kannst du nicht. Du hast auch noch niemals Fallschaden. Stimmt. Da war was. Was ist mit den Monolithen? Sind die böse? Wenn du die angreifst, glaube ich schon. Und dann? Greifen die dich an, glaube ich. Aber ich weiß dann nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nichts mehr davon. Ich habe Angst vor denen. Weil die große Augen haben. Die haben noch niemals Augen, die sind... Okay, die sind nämlich zu. Es hat gezuckt. Oh, es macht lustige... Ah, okay. Jetzt weiß ich, warum wir nie in die Dinger reingegangen sind. Ah, verstehe. Einfach nicht angucken, die Viecher. Okay. Die haben mich wenigstens weiter teleportiert. Okay. Ich habe immer noch keine Tür gefunden. Was mich gerade ein bisschen traurig stimmt. Ich suche nach einem roten See. Er muss irgendwo sein. Leute, irgendwo, ich brauche eine Tür. Gottverdammten Gegend.
Was ist das am Horizont? Ich traue mich jetzt mal einen anzugreifen. Ich habe eh nichts dabei. Außer deiner Rüstung, oder hast du die nicht mehr? Ja, ich habe ja nicht die neue Rüstung. Die kannst du gar nicht angreifen. Ich hab's zur Tür zurückgeschafft. Nee, und die kannst du gar nicht angreifen. Oh, ich bin jetzt noch woanders. Oh mein Gott, was ist das hier? Hier geht's auch runter. Okay, ich gehe mal weiter. Ein roter See. Mein Gott, das ging ja schnell diesmal. Okay, ich bin hier. Oh, ich bin in einem Labyrinth. Oh, weiter. Warte raus. Auf mich, ich komm noch mit. Nein! Doch. Ich bin runtergefallen. Dann bist du jetzt bei mir. Ab in den roten. Ich habe keine Sachen mehr. Ich habe alles verloren. Nee, doch nicht. Ah, da sind sie wieder, die Sachen. Oh, das ist neu. Was denn? Wenn man wieder in der normalen Welt spawnt, kommen die Steine mit aus dieser schwarzen Gegend. Boah, direkt neben unserem Haus. Wie geil ist das denn? Jetzt muss ich den roten See suchen. Ja. Meine Map hast du nicht aufgedeckt dadurch, ne? Nope. Lass dich, also wenn du die Viecher angreifst, dann teleportieren die dich gerne mal ein ganzes Stück weiter, wodurch du schneller vorankommst. Clever. Okay. Und Teleport. Ja, das ist schon ein ganzes Stück. Oh, creepy. Da ist der rote See. Boah, das ging ja schnell. Puh. Ich weiß noch, bei der ersten Staffel war ich mal irgendwie 2 Folgen hier drin oder so. Ich schmeiß jetzt erstmal das alles hier raus und dann gehen wir nochmal rein, oder? Nee. Nein? Ich hab Angst vor dieser Dimension. Ich habe ja noch gar nichts gesehen davon. Ich kann nicht mehr essen. Weil ich mich gerade teleportiere und der Server wahrscheinlich deswegen abschmiert. Oh. Jetzt hab ich Angst. Teleportation, ja, los. Was tust du? Ich teleportiere mich. Es hört sich so an, als ob der Server gerade gar nichts mehr macht. Yep. Tschüss, Server. Ja, aber die Folge ist eh zu Ende. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit frischen Server. Bis dann. Ciao.